Und damit herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute erzähle ich euch über den Tag meiner Diagnose. Quasi der Tag, ab dem mein neues Leben damals begonnen hat. Der Tag, ab dem ich 4 Wochen in Mainz auf der Kinderkrebsstation bleiben musste und nicht mehr nach Hause durfte. Der Tag, an dem der Arzt mir erzählte, dass ich Leukämie habe. Und der Tag, an dem es quasi mir den Boden unter den Füßen weggerissen hat. Aber kommen wir mal dazu, wie der Tag begonnen hat. Ich bin morgens aufgestanden nach einer sehr, 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 sehr schlechten Nacht, weil ich an sehr, sehr vielen Kabeln gehangen habe und die Ärzte dementsprechend alles Mögliche kontrollieren mussten. Meine Mutter hatte zum Glück bei mir geschlafen, das heißt, ich war nicht komplett alleine. Nichtsdestotrotz konnte ich nicht gut schlafen, weil alle 5 Minuten die Geräte gepiepst hatten, weil ich mich bewegt hatte und dadurch irgendeine Fehlermeldung ausgelöst wurde. Aber gut, der Tag begann also halbwegs okay. So gegen 8 bis 9 Uhr war dann mein Vater schon längst da. Meine Eltern haben, glaube ich, schon gefrühstückt gehabt, hatten schon erzählt. Ich wurde dann, wie gesagt, wach. Und dann kamen auch schon die ersten Ärzte und Pfleger zu mir, haben sich vorgestellt, haben mir den weiteren Tagesablauf quasi erklärt. Der war dann wie folgt. So am späten Vormittag kam dann der Arzt und klebte mir ein sogenanntes örtliches Betäubungspflaster auf meine Lendenwirbelsäule und gab mir eine sogenannte Scheiß-Egal-Tablette, die mich schon mal ein bisschen runterfahren ließ. Eine halbe Stunde später circa bin ich dann ins Behandlungszimmer gegangen, in dem dann die Lumbalpunktion und die Knochenmarkspunktion durchgeführt wurde. Das sind die Punktionen, die dann darüber entschieden haben, ob ich Leukämie habe oder nicht. Das ging relativ schnell, das hat circa eine halbe Stunde gedauert. Nach einer Knochenmarkspunktion muss man immer circa 2 Stunden ruhig liegen, nach einer Lumbalpunktion jedoch 4 Stunden, wovon man insgesamt 2 Stunden lang in Schräglage mit dem Kopf nach unten liegen muss, damit sich dementsprechend das Gehirnwasser wieder in seine normale Umgebung laufen kann. Und dadurch, dass ich eine Lumbalpunktion und eine Knochenmarkspunktion hatte, musste ich halt 4 Stunden ruhig liegen. Das bedeutet, ich war relativ erschöpft auch, weil ich auf die Narkose reagiert habe. Das waren dann Folgen wie, ich habe Leute doppelt gesehen, ich habe Leute größer gesehen. Ich habe mich von Anfang an relativ, ja, gut angestellt auf Station, in Form dessen, dass ich plötzlich das Lied Südtirol von meiner Lieblingsband Freiwild gesungen habe, wovon dann die Hälfte der Station mitbekommen hat und alle um mich herum standen. Zum Glück hatten damals meine Eltern noch kein Smartphone, sonst wäre es ziemlich peinlich geworden wahrscheinlich für mich. Und ich wurde berühmt auf Station, denn ich war der Erste, der eine sogenannte Ente zum Überlaufen gebracht hat. Weil ich ja natürlich nicht auf Toilette gehen konnte, also musste man in eine sogenannte Ente machen. Das hat anscheinend noch keiner vorher geschafft, wodurch die auf Station so begeistert waren und das so gefeiert haben, dass sie mir direkt mal eine Urkunde erstellt haben, die ich dann am nächsten Tag auch bekommen habe. Gut, in dem Moment fanden wir das alle relativ lustig, ich auch, aber da wurde mir ja noch nicht meine Diagnose mitgeteilt. Diese wurde mir dann mitgeteilt, nachdem ich dann wieder aufstehen durfte, mich mal wieder hinsetzen konnte und nachdem ich auch mal wieder halbwegs wach war. Ich habe mich dann in mein Bett gelegt. Ich hatte quasi ein Zweibettzimmer und konnte mich dann wieder in mein Bett rüberlegen. Und dann kam auch schon der Arzt zu mir und hat mir dann dementsprechend, hat sich neben mich gesetzt. Meine Eltern standen auch nebendran, die wussten die Diagnose schon. Und er hat es mir sehr, sehr gut erklärt, hat es mir sogar auch aufgezeichnet, wie so eine Leukämie entsteht. Und hat es sehr, sehr einfühlsam rübergebracht. Man muss dazu sagen, der Oberarzt ist fachlich eine absolute Eins. Wir haben uns ab Tag 1 an super gut verstanden, verstehen uns auch heute noch sehr, sehr gut und führen immer sehr, sehr lustige und gute Gespräche. Von daher
habe ich mich dort dann auch sehr, sehr gut aufgehoben gefühlt. Nichtsdestotrotz war das ein Schlag. Wenn man gesagt bekommt, weil man absolut nicht damit gerechnet hat, natürlich hatten meine Eltern den Verdacht. Und es war auch nicht alles okay, was passiert ist. Nachtschweiß, Lustlosigkeit, Erschöpfung durch kleinere Tätigkeiten. Aber trotzdem hat man nicht damit gerechnet, dass es dann Leukämie ist. Und deshalb war dann dementsprechend meine Reaktion auch sehr, sehr emotional. Ich habe direkt angefangen zu weinen. Meine Eltern waren direkt aber dann für mich da. Der Arzt hat mir aber direkt dann auch mitgeteilt, dass ich sehr, sehr gute Heilungschancen hatte oder sehr, sehr gute Heilungschancen habe, was dann auch dazu geführt hat, dass ich eine gewisse Euphorie verspürt habe, dass ich motiviert war und dass meine Eltern und ich von Anfang an gesagt haben, so, wir haben jetzt zwei Jahre Chemotherapie vor uns, aber wir schaffen das, wir kriegen das hin und wir überstehen die Zeit. Und ab diesem Tag an habe ich alles meiner Krankheit untergeordnet. Und ja, wie es dann weitergegangen ist, wie die Tage danach waren, das seht ihr im nächsten Video. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet und bleibt gesund.